Eigentlich zu wertvoll für sowas. Aber dann ist es wirklich vorbei. Dann weiß ich nicht mehr, was ich tun sollte, wenn der Edelstein nicht passt. Ja! Plötzlich ist der Edelstein so groß. Noch ein, damit wir dahinter können. Noch eine Rolle. Aha. Jetzt haben wir zwei. Bei der Statue können wir noch einen Edelstein platzieren. Aber was machen wir dann mit den Gebetsrollen? Plopp, der Edelstein ist wieder größer geworden. Und jetzt bin ich tot und das Gitter unter der Statue ist aufgegangen. Ich habe noch so geschwärmt, oh, so viele Medipacks heute hier. Jetzt habe ich schon wieder keine. Bisher war es ja so, zumindest in den letzten Level, zwei Wege. Geht mal durch den einen Weg, findest du die Schlüssel, gehst du durch den anderen Weg, musst du da die Schlüssel einsetzen. Im ersten Tomb Raider war es anders. Da gab es eine große Halle mit vier Wege. In der großen Halle ist ein großes Tor und in den vier Wegen findest du vier Schlüssel. Irgendwas ist hier. Keiner von den beschissenen alten Säcken hat ein Midi-Pack. Hier ist ja auch noch was. Ist das das große Tor, wo es weitergeht? Zum nächsten Level? Oh. Das ist eine Tür gewesen. Ich kann einen nach hier schieben. Nein, einen nach hinten, wenn ich von hier schiebe. Was hat mir das jetzt wieder gebracht? Nix hat mir das gebracht. Aha. Kann ich weiter schieben? Ah, okay, jetzt stoppe ich das Wasser. Und das ist hier ausgetrocknet. Oder wie? Ja.
Heißt, ich kann jetzt hier Sachen umschieben und dann kann ich da lang, wenn ich das Wasser wieder fließen lasse. So, jetzt habe ich jetzt hier die nächste Gebetsrolle. Die hätte ich jetzt nicht, wenn ich das Wasser nicht rausgelassen hätte. Jetzt habe ich schon mal 3. Jetzt mache ich einen zweiten Spielstand wegen der Gesundheit wieder. Nein! Jetzt bin ich ja vorbereitet. So. Speichern. Waffe wechseln. Uzi. Manche sind hinüber. Aha. Nur Uzi. Aha. Nur Uzi. Wo steht das jetzt alles? Kloster vom Barkak. Wie komme ich da hoch? Ich verstehe gerade gar nichts. Das wirkt alles so eingefroren. Nö, ist beabsichtigt, dass man das so macht. Warum auch immer da alles so steht. Wir haben jetzt 3 Gebetsrollen. Ich glaube, dann gibt es auch noch eine 4., weil es sind immer eine gerade Zahl. Ich habe es geschafft. Ich weiß nicht wie. Okay, das schaffe ich schon. Na, wenn es nach links kullert,
hoch. Nein! Jetzt. Schlüssel. Aha. Das ist der Schlüssel für den großen Raum bei der Statue. Jetzt wieder nach oben latschen. Jetzt muss das hier unten aufgehen. Falltür, ja. Da raus. Und hier ist ein Schalter. Du verdammter Hurensohn. Das ging durch und durch. Kein Medipack. Das gibt's ja nicht. Aber für was war das jetzt schon wieder gut? Dass ich die Tür aufmache. So viel ist klar, aber dann... Geht's jetzt nach oben? Fast hätte ich das Level ohne Hilfe geschafft. Wir müssen hier durch. Dann gibt es da noch eine Gebetsrolle. Und außerhalb des Klosters gibt es dann auch noch eine Gebetsrolle. Und dann haben wir das Level geschafft. Ich hoffe, ich kriege das mit meinem wenigen Leben noch hin. Ich habe hier 0,001. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich blind. Und da geht's runter. Am Anfang vom Kloster noch, ja, ganz viele Medipacks hier. Da kann ich mir jetzt mal ein bisschen ansammeln. Pustekuchen. Der größte Fehler war es natürlich, gegen die Mönche zu kämpfen, also dass ich so sehr einen getroffen habe. Die reinste Berührung ist schon tödlich. Tsching. Tsching. Geht doch. Da oben ist jetzt ein Mönch und einer von Bartholis Leuten.
hoffe natürlich, dass sie sich jetzt nicht verbündet haben oder direkt oben schon an der Leiter stehen. Das Gute ist, ich weiß, dass einer von denen da oben ein Midi-Pack hat. Das gibt's nicht! Unbelievable! Mein Gott. Mach mal schnell Sprecher. Mann. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Nächste Hindernis. Gebetsrolle. Nimm. Aha. Oh. Frage. Eine Gebetsrolle fehlt noch. So sah das früher bei GTK Radiant auch aus. Bei Jedi Academy, also beim Map Editor. Wenn da mal was gefehlt hat. Und sauber gearbeitet. Oh, da ist einfach der Rabe so aufgeploppt. Habt ihr das gesehen? Einfach so. Schnell speichern. So, hier ist die letzte Gebetsrolle. Jetzt müssen wir die Gebetsrolle da rausholen und dann die große Tür öffnen. Raus mir zu, ohne zu speichern. Und das ist die Quittung. Ich würde behaupten, dass jeder Sprung bei Assassin's Creed bei mir gezielter ist. Jetzt komme ich da noch nicht mal hoch. Man startet mit einer Motivation im Spiel, dann ist sie sehr schnell wieder vorbei. Allein was alles passiert ist vor der vierten Gebetsrolle. So, die letzte Gebetsrolle. Und dann geht's zurück. Aha. Was heißt zurück? Dann geht's ins nächste Level, ins dritte Tibet-Level. Gleich am Ende des Levels sage ich nochmal wieder was zu den Beweggründen hier, die man gar nicht versteht.
da bin ich froh, dass es bei Shadow of the Tomb Raider endlich mal wieder selber zum Nachdenken anregt, alles. Dass man damit überlegen kann. Stellt euch mal vor, Tomb Raider oder Rise of the Tomb Raider. Oh, was ist das denn für... Achso. Das ist der Vogel. Stellt euch mal eins der Reboots vor, ohne Videosequenzen. Ihr wisst es doch gar nicht, was ihr machen müsst. Worum es geht. Das Spiel hier bräuchte mal wirklich vernünftige Videosequenzen. Noch mehr Videosequenzen zwischen den Level. Dass man wirklich alles nachvollziehen kann. Dann würde ich behaupten, wäre das sogar auch ein gutes Spiel. Also ein komplett gutes Spiel. Und diese hakligen Steuerungen. Aber das ist so typisch Konsole. Oder alte Konsolenspiele. Du musst gerade vor einer Wand stehen. Schräg geht gar nicht. Oh, so ein bisschen schräg geht doch. Hier im Raum finden wir jetzt an den Seiten alles diese Gebetsrollen und ein paar fehlen. Die müssen wir einfügen. Diese Gebetsrollen, die wie Steine aussehen. Nummer 4. Und die letzte. So, und was ich gerade meinte zu den Beweggründen. Niemand weiß, warum Lara jetzt die Tür öffnet. Wir haben im Bohrturm einen Mönch gesehen. Hier kommt der Seraphin rein. Wir haben einen Mönch gesehen, der hat ein bisschen von Tibet geredet. Aber dass Lara jetzt direkt den Weg zum Kloster findet, genau weiß, wo sie hin muss für die Gebetsrollen. Dass der Seraphin im Frack drin ist. Warum, wieso, weshalb? Was will sie jetzt da unten? Wir wissen es auch nicht, denn der Xian ist in China. Also der Dolch. Was macht sie hier? Wir werden es am Ende erfahren. Das Kloster von Bakan. 1 Stunde 15. Geheimnisse gefunden, keine. Siegte Gegner 47. Munition verbraucht 1196. Treffer waren davon 1065. Benötigt Medipacks 4,5. Zurückgelegte Distanz 7,72 Kilometer.